Freunde, so mein kleiner Beitrag in diesem Blog über mein Futter. Hauptsächlich verwende ich im Herbst-Winter Partikeln in so einer schlatzigen Form. Wie kriege ich die schlatzig? Da ist drinnen Mais und Tigernüsse gekocht und dann wird ganz einfach verschiedene Ground Baits zugefügt mit Liquids und ganz was Geiles, Tiger Nut Liquid. Das kommt alles in den Kübel rein. Da kommt noch Kokosmilch rein. Es wird dann so lang gerührt und immer Milch oder ein bisschen Flüssigkeit zugefügt, dass es eben so schlatzig ist. Hat den Grund, draußen am Futterplatz, ich angle also Herbst, Winter, reine Futterplätze, nichts fallen stellen. Dort müssen sie die Fische wohlfühlen, dort müssen sie ein gutes Futter finden. Und so baue ich meinen Futterplatz auf. Nachdem dass das alles vermengt ist, kommt meine Kugelmischung zum Einsatz. Nutrazym, Liver Extreme und WC20. Und was ich auch noch mache, ich füttere im Winter Fischmehlkugeln. Das sind die Squiddies. Da ist reines Tintenfischmehl drinnen und das Squid-Extrakt und rotes Birdfood. Das arbeitet richtig. Das füttere ich dazu. Wie gesagt, ich fahre recht gut damit. Ich mache das schon seit ein, zwei Wochen. Es werden laufend Fische gefangen. Ich bin glücklich. Wenn ihr Fragen habt, dann anschließend an diesen Vlogbeitrag, bitte gerne an mich oder direkt an die Zentrale in der Beetfabrik. Viel Spaß beim Gucken. Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Leopoldi, 15. November. Herzlich willkommen zu einem Vlogbeitrag. Diesmal geht es über meine Herbst-Winter-Strategie, punkto Füttern, wie man sich einen Futterplatz herrichtet, wie man Partikel verfeinern kann, welche Kugeln ich verwende. Aber jetzt erst einmal, ich bin gestern angereist, habe großflächig den Futterplatz aktiviert. Ganze Nacht war nichts und jetzt vor ca. einer halben Stunde ist dieser herrliche 21 Kilo Schuppenpoe gekommen. Am Futterplatz. Ich fische Herbst, Winter nur Futterplätze. Und ich bereite anständig vor. Und das ist das Ergebnis. Gebissen hat er auf einen Schneeband, Nutrazym und ein 16 mm Liver Extreme Poppy. Mit Teig ummantelt, mein Fuhrfach abgelegt. Ja, ich schaue, vielleicht kann ich euch noch mal zeigen. Er ist ein ziemlich langer Fisch. Ja, 21 Kilo. Schenk mir um die Freiheit. Bis später. Euer Martin Miksch. Thank you.